Suchen Sie ein neues Hobby. Ja? Ab heute wollen wir Ihnen immer mal wieder Vereine vorstellen. Und zwar nicht die, bei denen eh jeder dabei ist, sondern die etwas anderen Vereine. Mehr Bewegung als im Fußballverein und strategisch wahrscheinlich anspruchsvoller als der Schachclub sind die Dreschflegel. Dreschflegel, eine Rittervereinigung aus Absam. Ein Ort oberhalb von Hall in Tirol. Ein gar seltsames Völkchen versammelt sich hier mittwochabendlich. Tiroler Rittersleut. Ja, wir sind schon verrückt. Also, ich glaube, dass nicht viele Leute sich freiwillig einfach in Gewandungen, Rüstungen, die was jetzt nicht neuzeitlich sein, sich irgendwo in die freie Natur stellen und danach mit diversen Waffen auf sich einschlagen, gegenseitig. Aber immer unter der Voraussetzung, sich nicht gegenseitig zu verletzen. Die Verrückten haben einen Namen. Die Dreschflegel heißt der Verein mit Sitz in Absam. Die Mitglieder kommen aus ganz Tirol. Was sie da eigentlich tun? Im Verein ihren Traum ausleben. Der Traum vom Ritter-Dasein oder von Burgenschlössern, das war eigentlich immer schon was Faszinierendes für mich. Und später haben wir so auf den ersten Mittelaltermarkt gekommen, die erste Lederarmschiene gekauft. Und das war dann ganz was Besonderes. Nachher kommt ein Hemd dazu und irgendwo vergisst man das nicht so. Die Eindrücke, die Leute leben das wirklich und ziehen umher und bieten ihre Waren an, als diverse Händler, bieten ihre Schaustickeln da, als Kämpfer, Gaukler, Musiker. Und irgendwie nie davon weggekommen, haben wir dann einmal entschieden, ja, sowas machen wir selber. Ihr Königreich ist dort, wo sie gerade ihre Zelte aufschlagen. Ländereien haben sie keine, Burgen und Schlösser sowieso nicht, dafür aber recht edle Namen. Seid gegrüßt, edles Volk. Mein Name ist Zilk, Ritter von Silvenstein. Pilgrim, Markgraf vom Anbruckental, der Hammer vom Inn, so nennt man mich. Helmbrecht von Reichenfeld, das ist mein Name. Ein bisschen ist das sicher eine psychologische Reinigung. Weil man kann einmal alles hinten lassen, was an jetzt Montag Zahnarzt, Mittwoch, was weiß ich was. Man ist jetzt da am Wochenende und man ist ohne irgendwelchen Termindruck. Man kann einfach wirklich einmal 12. Jahrhundert spielen. Da gibt es kein Handy, da gibt es kein Telefon. Da lebt man ziemlich frei. Man grillt sich da sein Fleisch über den Feuer und grinst schön ins Publikum und sagt schön, ich hock da und esse. Läuft es an mir vorbei, ich lasse mir es jetzt gut gehen, lasse mir die Sonne auf den Bauch scheinen und spiele jetzt mal Ritter. Der Verein scheut keine Mühen. Quer durch Europa reisen sie zum Mittelalterfesten, wo sie ihre Schaukämpfe aufführen und ihr Ritterlager aufschlagen. Ganz identisch wollen sie nicht sein. Der gelebte Traum steht im Vordergrund und dafür greifen Weibsvolk, Ritter und Knecht auch tief in die eigenen Taschen. Also bei meiner Montur, wenn noch ein Helm dazu kommt, dann sei mal knapp unter 2000 Euro. Wenn noch ein Beinkleid dabei ist, dann bist du bei 2,2. Und ja, ein Schwert fängt ein Gurt bei 130 Euro sowas an. Geht natürlich bis Ende nie. Das Mittelalter ist für sie eine Berufung. Auch andere Leute sollen davon verzaubert werden. Ein Verein mit Bildungsauftrag. Ja, wir besuchen Schulen und Kindergärten auf deren Wunsch hin und bringen da die Sachen, die man im Museum von weit weg anschauen darf, in die Hände der Kinder. Das heißt, die dürfen Rüstungen, Schwerter angreifen, die können einmal sehen, boah, so war das früher gewebt, Leinen, das ist dick, das ist schwer. Und ja, das ist halt Mittelalter zum Anfassen. Bei uns ist Sehen mit den Händen. Keine Angst, diese Vereinsmitglieder können auch ganz normal. Das mittelalterliche Gelage weicht auch schon einmal einem kollegialen Wirtshaustreffen.